Man hört ja immer, der Allgäu-Triathlon soll Kult sein. Dieses Jahr fand die 40. Ausgabe statt und ich wollte endlich wissen, wie kultig ist der wirklich? Also dafür, dass ich erst um 10.10 Uhr gestartet bin, bin ich verdammt früh aufgestanden. Irgendwann so kurz nach 5, wir haben noch nicht mal mehr das Frühstück im Hotel mitgenommen, sondern sind einfach losgestiefelt, haben uns zwischendurch noch irgendwo so einen Quarkplunder bei der Bäckerei gekauft und ja, dann ging es eigentlich los. Ganz ohne Kaffee, war vielleicht ganz gut für meinen Magen, dann war ich nicht so aufgeregt und ja, man ist ja vorher immer ein bisschen unruhig und ich merke das tatsächlich auch im Bauch. Lecker, lecker, lecker. Ja. So was Ungesundes. Es ist nur zum Triathlon. Also, Biofreigabe auf allen. Offizielle Wassertemperatur 20,8 Grad. Morgen. Hi. Ja, jetzt habe ich ihn erkannt. Jo, ne? In dem Hemd ist es auch viel einfacher. Als wir da ankamen, war natürlich schon ordentlich was los, denn die Mitteldistanzler sind, glaube ich, kurz vor 8 gestartet. Und in der Wechselzone, wo alle noch ihre Bikes gecheckt haben, war auch extrem viel Action. So, eingecheckt und alles da vorbereitet am Rad. Ich hoffe mal, dass niemand disqualifiziert wird. Irgendwie darf man nur den Helm hier lassen, also direkt am Rad. Und ansonsten alles in die Kiste, natürlich nachher auch den nassen Neo. Dann werden meine Schuhe auch nass sein. Naja gut, alles Katastrophe. Wird schon schief gehen. Ich habe schnell noch jemanden gefunden, der mir ein bisschen Öl geben kann für meine Radkette, die ich natürlich nicht geölt hatte vorher rechtzeitig. So, Triathleten sind toll. Ich habe gerade noch Öl bekommen und musste nichts dafür bezahlen. Dann habe ich noch die anderen Liv-Mädels getroffen. Rebecca, die mir vorher die Haare geflochten hat. Super Wettkampffrisur, ich liebe es. Hab die Haare extra lang wachsen lassen dafür. Ja, und dann ging es eigentlich relativ zügig schon zum Alpsee und der erste Startschuss fiel eben, als noch extrem viel Nebel über diesem See lag. Guckt, dann geht's los und ihr seht schon, wie diesen Startpunkt rechtzeitig ins Wasser geht. Sonst starten die hier quasi aus der zweiten Reihe. 5 Sekunden lang, viel Erfolg. Es war noch kühl, es war ganz viel Publikum an diesem Kai und ich glaube, die Leute im See selbst haben noch nicht mal die Boje gesehen. Das habe ich jedenfalls hinterher gehört und dann ging es halt los. Für mich natürlich noch nicht, dadurch, dass es so viele Starts vorher gab. Konnte ich mich ein bisschen beruhigen, dann ist man auch weniger aufgeregt, finde ich, wenn man nicht gleich als erstes dran ist. Was macht man in der Zeit? Halt Pinkelpause, ne? Eine halbe Stunde in der Kloschlange anstehen und noch das ein oder andere Wort mit den Kollegen sozusagen wechseln. Waren tatsächlich einige Liv-Mädels dabei, also Markenbotschafterinnen, die dort gestartet sind. Und das hat mich extrem beruhigt. Also mir ging es an dem Tag tatsächlich nicht so gut. Ich hatte in der Nacht vorher massive Schmerzen in der linken Hüfte. Das war auch der Grund, warum ich nicht auf die Mitteldistanz gegangen bin. Eigentlich hatte ich nämlich geplant, dass ich beim Allgäu-Triathlon meine erste offizielle Mitteldistanz mache. Aber da ich schon absehen konnte, dass irgendwas mit meiner Hüfte nicht stimmt und ich wahrscheinlich dolle Schmerzen auf dem Rad haben werde, habe ich mich dann entschieden, okay, ich mache doch nur die OD. Das war im Nachhinein wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Gerade in der Nacht vorher hatte ich höllische Schmerzen und dachte, machst du das wirklich? Ist es nicht total unvernünftig, da zu starten? Naja, aber irgendwie will man es dann ja auch wissen, wenn man da ist. Ne? Also bin ich dann halt in mein Neo geschlüpft, wenn man das so nennen kann. Dauert natürlich immer ein bisschen länger. Der Neo gibt eigentlich gut Stabilität und da dachte ich, naja gut, kann eigentlich gar nicht so schlimm sein mit den Schmerzen. Beim Schwimmen merkt man es vielleicht nicht so. Auf dem Rad könnte es halt dann problematisch werden. Ja, und dank der anderen Mädels, die ich schon kannte, war ich eigentlich auch überhaupt nicht aufgeregt. Also normalerweise
habe ich wirklich so ein krass flaues Gefühl im Magen und kann eigentlich auch nicht irgendwie gut was essen oder trinken vorher. Aber bei dem Wettkampf ging es tatsächlich zum ersten Mal. Lief auch gute Musik, war super Stimmung. Also ich hatte dann auch echt Bock, ins Wasser zu gehen, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht super und optimal vorbereitet war. Schön, dass Sie da sind. Sie haben hier gleich in der Staffel im Einsatz. Ja, und die Staffel, die unter anderem ja mit Britta und mit auch Luft anhalten. Die hat ja auch einen Hintergrund. Der die Alexander Swift. Das tun wir jetzt alles für die Umwelt, ne? Ohne Schuhe. Leute, viel Spaß! Ja, wir auch! Tschüss! Wir haben sogar noch den Rennleiter getroffen, der stand da und hat alle abgeklatscht einzeln. Das fand ich eine mega geile Aktion, weil das zeigt einem einfach auch die Wertschätzung, die der hat gegenüber den Athleten. Ja, Schwimmen. Wie war das Schwimmen? Natürlich viel zu eng. War von vornherein absehbar, dass es eine Waschmaschine wird. Man konnte sich eigentlich gar nicht so positionieren, dass man irgendwie am Rand oder hinten ist. Und jetzt brauche ich die laute Antwort, seid ihr bereit? Ich habe dann, glaube ich, auch noch ein paar Leute überschwommen oder ja, musste irgendwie vorbei. War bis zur ersten Boje einfach, ja, nur ein Überlebenskampf. Deshalb bin ich auch nicht so richtig gut in meinen Rhythmus gekommen. Habe mich eigentlich nur darauf konzentriert, halt irgendwie halbwegs geradeaus zu schwimmen, nicht zu viel Meter extra zu machen und ja, vielleicht auch den Puls nicht zu hoch zu treiben, ne? Dummerweise gab es zwischendurch einen kleinen Landgang. Lisa! Auf geht's, komm! Wir mussten also irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Meter da aus dem Wasser raus und um eine Kurve und wieder rein. Leute! Auf geht's! Super! Komm! Landgang ist gleich zu Ende! Ab ins Wasser mit dir! Das hat mich auch nicht unbedingt fitter gemacht. Ich habe versucht, da nicht so zu rennen, aber man wird natürlich immer mitgezogen von allen. Und dann gleich wieder ins Wasser und das Ganze dann nochmal bis zur nächsten Boje und dann halt irgendwie Richtung Ausgang. Auf jeden Fall, ja, war es jetzt nicht so berühmt, mein Schwimmen. Aber leider wurde es danach nicht leichter. Es ging erstmal so den Berg hoch in die Wechselzone. Jawohl, Lotta, komm! Auf geht's! Super! Schwimmen ist geschafft! Schwimmen ist geschafft! Rebecca, guck schon mal die Strecke an! Super! Sehr schön! Immer weiter so! Das war, glaube ich, die längste Wechselzone ever. Also jetzt nicht von der Länge her, sondern ich habe 10 Minuten da drin zugebracht, vom Schwimmstart bis eben ich dann endlich auf dem Rad war, weil es einfach, ja, dir den Stecker zieht, nach dem Schwimmen dann da noch hochzurennen im Neo und ja, aber dann sitzt du halt endlich auf dem Rad, Lieblingsdisziplin. Super Lotta, auf geht's! Genieß das Panorama! Meine Hoffnung war, dass der Rücken und die Hüfte mitmachen und ich auch ein bisschen Gas geben kann. Hat natürlich nicht so funktioniert, also jedenfalls nicht so, wie ich das gewohnt bin. Kamen natürlich einige Steigungen, da habe ich viele Leute überholt. Dummerweise überhole ich immer nur bergauf, bergab sind alle anderen schneller. Das ist so ein bisschen mein Manko und meine Baustelle, an der ich noch arbeiten muss. Zum Schluss gab es dann nochmal so eine mega geile Abfahrt. Wir sind die am Tag vorher schon mit dem Auto runtergefahren und man sieht dann halt so, also es ist relativ kurvig, man sieht dann auf den Alpsee runter und es lag in der Sonne, alles war perfekt, das Wetter war richtig toll. Das habe ich dann echt genossen. Das war kurz vor der Wechselzone, dann wusste ich natürlich, okay, laufen wird nochmal ein Brett. Ich bin einfach keine so gute Läuferin und sowieso nicht gut im Training und mit den Rückenschmerzen, ich habe es noch zu Schorsch gesagt, als ich aus der Wechselzone kam. Lotta! Und? Der Schuss ist so scheiße. Einfach nur weh und nicht am Kopf. Noch 10, dann bist du durch. Halte durch, halte durch. Aber interessanterweise hat sich das dann gelegt. Also ich konnte einfach laufen,
habe mich nur darauf konzentriert, immer geradeaus, bloß nicht nach hinten gucken, bloß nicht irgendwie drüber nachdenken, nicht auf die Uhr schauen, einfach laufen. Und die Strecke war eben so, es war ein bisschen wellig, direkt am Alpsee lang, ein Teil bis hin zu so einem Wendepunkt. Das waren 3,5 Kilometer und dann wieder zurück. Dann bei Kilometer 7 war man dann schon am Kuhsteig und ich habe mir so die Zeit so ein bisschen eingeteilt oder die Strecke, okay, bis zum Wendepunkt, das schaffst du und dann der Kuhsteig ist dann das nächste Highlight sozusagen. Auch wenn ich wusste, dass das anstrengend wird, habe ich mich irgendwie echt drauf gefreut. Dadurch, dass mir dann halt auch ständig Leute entgegenkamen, die halt schon den Wendepunkt überquert hatten, hatte ich auch ein bisschen Abwechslung. Dann kam endlich der Kuhsteig. Da wusste ich, da gehst du hoch, Rennen brauche ich gar nicht erst zu versuchen, sonst ist mein Puls gleich bei 200 und dann kann ich den Rest vergessen. Also habe ich einfach versucht, das zu genießen, habe versucht zu lächeln, damit es wenigstens so aussieht, als ob es Spaß macht. George war auch am Rand und hat gefilmt und mich angefeuert. Und eigentlich war es dann auch gar nicht so schlimm. Und ich wusste, danach geht's wieder runter, dann kannst du es laufen lassen. Das habe ich dann tatsächlich einfach auch gemacht bis zum Ziel. Ich konnte nicht mehr irgendwie mega Gas geben, aber ich bin dann halt einfach so konstant, wie es eben unter diesen Umständen möglich war, durchgelaufen. Kurz vorm Ziel ist noch ein Mädel vor mir umgefallen, also die ist gestolpert über einen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich über ihre eigenen Füße. Wir haben ihr noch schnell aufgeholfen und dann, kam eigentlich schon fast das Ziel. Das war ein bisschen eng. Da kam ich dann kaum vorbei an den Leuten. Ich glaube, ich habe da ein bisschen die Leute umgerempelt. Ich hoffe, es ist niemandem was passiert. Und das ist hier die große Finish-Line-Party. Lotta! Ja, komm, kühl dich ab. Ja, geh ruhig. Hier, warte. Bisschen Schatten? Ja. Dann auf den Schall, am besten. Lisa kam kurz vor mir, oder? Ja, Lisa kam kurz vor dir und Rebecca war gar nicht so weit weg von dir. Irgendwann wollte ich mir dann endlich auch mal das Buffet angucken, denn das wurde schon angepriesen am Tag vorher. Aber die haben echt nicht zu viel versprochen. Also es war wirklich ein mega geiles Buffet. Das fand ich schon echt toll. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Bisher habe ich, glaube ich, noch nie so ein gutes Buffet erlebt. Also das war definitiv Kult. Und der Rest? War der Rest auch Kult? Kult ist irgendwie so eine Mischung aus Tradition und das musste mal gemacht haben, weil saugeil. In dem Fall würde ich sagen, war es zu 110% Kult.